Hallihallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere ganzen Missionen zu Duna gestartet. Und in dieser Folge schweben wir schon im Duna rum, wie ihr hier seht. Wir sind hier bei einem der Life Tower, oder der Duna Life Tower. Fertig ausgestattet, ihr seht schon, der hat auch einige Probleme. Also ich glaube, fast alle, oder eigentlich alle RCS-Systeme sind bei dem Teil ausgefallen. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind ausgefallen. Bedeutet, der Descent könnte lustig werden. Wir werden auch mit dem Ding jetzt hier als erstes Richtung Boden fliegen. Den anderen lassen wir noch hier oben, weil ich habe überlegt, ob wir nicht vielleicht doch zu Ike uns bewegen. Aber da müssen wir schauen, ob wir das machen oder nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo nochmal genau auch unsere Station fliegt. Da fliegt unsere Station. Also würde ich eigentlich schauen, dass wir irgendwo in diesem Gebiet hier landen. Lasst uns mal aber das Terrain anschauen. Dafür brauchen wir einmal die Kartenübersicht von unseren ganzen guten alten Satelliten, die hier oben schon rumkreisen. Hier mal ein schönes Bild und jetzt nehmen wir mal den Kartendüm Slope. Damit sollten wir schön sehen können, wie hoch welches Gebiet ist und wo wir holla die Waldfee. Das wird uncool. Wo wir am besten unsere Landung vornehmen. Ich hätte gerne mal da einen Kartenausschnitt von. 0 Meter, 500 Meter, 1000 Meter, 0,5. Oh Gott, wir fliegen natürlich genau über die Gebirge drüber. Dann müssen wir. Wir setzen das jetzt einfach um. Wir werden eine Landung vollziehen hier und es wird schon funktionieren. Bedeutet, wir spulen bis hierhin vor. Hier vorspulen. Eine Umgebung haben wir noch. Dank unseres guten Satellitensystems hier oben haben wir natürlich auch noch immer noch sehr gute Anbindungen mit den ganzen Satelliten, die hier oben kreisen. Sind wir echt gut bestückt. Und hier ist auch noch Ike. Da seht ihr schon die Verbindung zum Satelliten und vom Satelliten aus geht's weiter. Das ist natürlich perfekt so. Und danach werden wir von unserer Low-Carbon Imager. Du kannst nicht mehr gerade Low-Carbon Imager. Ich brauche ihn nicht. Hier vorspulen. Und dann werden wir natürlich von unserer Gruppe aus zum Boden gehen. Leider, soweit ich mitbekommen habe, haben schon einige Strahlenvergiftung. Ja, das liegt daran, dass man halt keine guten Sachen hat. Einfach, ne? Das ist dann nicht so gut, wie man sich erhofft. So, okay. Jetzt werden wir uns Retrograde ausrichten mit RCS. Dadurch, dass ja das SRS fast komplett im Arsch ist, müssen wir das so machen. Und werden dann hoffen, dass wir ganz gut runterkommen. Nach langem mal wieder eine Duna-Mission. Finde ich geil. Was ich schade finde, dass zwei von den RCS-Teilen wirklich zu 100% rausgefallen sind. Was natürlich nicht so erfreulich ist. So. Schauen wir noch, wo wir uns am besten überschneiden. Dann richten wir langsam einen Thrust zurück aus. Sollte ganz gut passen. Dann schauen wir, dass wir jetzt langsam in die Atmosphäre kommen. Jetzt richten wir uns noch einmal aus mit dem Teil, weil wir haben sonst keine Chance mehr dazu. Oben hat kein RCS, weil gedacht war, dass wir mit dem SRS uns gut ausberichten können. Das wäre auf jeden Fall der Sinn gewesen. Bedeutet, sobald wir ausgerichtet sind, heißt es. Was hat jetzt hier Puff gemacht? Was soll das jetzt Puff gemacht? Oh, ich glaube, ich irgendwie jetzt die Strukturhöhle. Oh, das ist nicht gut. Ich vermute gerade, dass sich. Ja. Ich habe die falsche Taste betätigt. Nicht gut. Vielleicht wir müssen jetzt hoffen, dass alles nach Plan geht. Beziehungsweise, wenn es zu heiß wird, müssen wir halt unsere Bremssysteme verwenden. Die haben eh genug Schub. Mit 5,0 SGV sind wir da ganz gut dran, würde ich sagen.
habe vergessen, dass man das hier ja rechts drauf machen muss und dann die kappeln. Weil aus irgendeinem Grund wird das bei der Fairing nicht automatisch mitgemacht. Ich tue es mal ein bisschen abschotten jetzt hiervon. Und schau, dass wir uns wieder ausrichten können. Das wird jetzt schon wieder so eine Spezialaktion, ne? So war es aber nicht geplant. So war das nicht geplant. Unterbremsen. Schauen wir mal, ob da noch was passiert. Wenn alles gut läuft. Wir sind kürzer in Atmosphärenhöhe. Dadurch, dass wir natürlich auch nicht unbedingt das beste Beispiel sind für. Oh Gott, da will keiner drin sein in dem Ding. Uiuiui, das dreht sich durch. Meter. Okay, die ersten Fallschirme können geöffnet werden jetzt. Fallschirme, geht ihr rauf? Fallschirme? Bitte öffnen? Das Problem ist, das Ding wackelt jetzt so wie ein Hering. Warum öffnen die sich denn nicht? Jetzt. Endlich haben sie sich geöffnet. Jetzt wackeln wir zwar noch schlimmer, aber. Oh oh. Ich hasse es, wenn es leckt. Dann habe ich immer die Vermutung, dass irgendwas explodiert. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir gleich auf Boden schlagen. Fallschirme, kann ich mich auf euch verlassen? Bitte? Okay, jetzt haben sich die einen geöffnet und die anderen sind noch deployed. Jetzt haben sich die anderen noch geöffnet. Jetzt haben wir so ein paar Fallschirme da oben rumfliegen. Ja, so schlecht sind wir jetzt nicht gelandet, würde ich sagen. Hätte schlimmer gehen können. Meter bis zum Boden. Ganz vorsichtig. Oh, oder hallo. Denken aber nah runter. Ups. Bitte nicht hier. Nein. Nicht. Oh Gott, da fliegt das Solarpanel zu uns. Ich wollte gerade die Füße ausfahren.
Das sollte keine liegende Base werden, so mal zur Info. Kann ich die irgendwie auf... Wir haben einen zweiten Versuch noch. Das Ding explodiert gleich, das ist explodiert. Okay, wir sehen die Mission... können die Mission eindeutig als nicht erfolgreich ansehen. Versuch Nummer 2, bitte. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Schwierige daran, mit dem Life Tower hier zu arbeiten. Was? Raumfahrzeug kann nicht gewechselt werden, während Unfallgefahr... Das Ding ist im Arsch. Was wollt ihr denn noch für einen Wechsel hier haben? Wenn Unfallgefahr besteht. Was für eine Unfallgefahr? Das Ding ist im Arsch. Das hat keine Unfallgefahr mehr, weil... Wollte gerade sagen, wenn es jetzt der Rover ist, dann lache ich mich schief. Aber okay, nee. Wenn du jetzt dann immer noch sagst, dass das... Ordnungsstation? Bist auf Kollisionskurs. Das Spiel kann zurzeit nicht gespeichert werden. Wenn du das jetzt verlässt, wird es zum letzten Speicherpunkt zurückgesetzt. 75 Sekunden. Das ist doch eine Frechheit. Frechheit. Ich schweb nicht mehr. Oder ich gehe ins Ordnungszentrum, verbinde mich nochmal damit und schaue, wie da der Status quo ist. Jetzt muss ich doch noch nochmal mit so einem Ding landen. Ey, nicht der Plan. Das ist der Nachteil natürlich, wenn du einen Tower baust. Der kippt einfach. Also es kann natürlich jetzt auch sein, dass das alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wäre natürlich suboptimal. Aber was willst du machen? Vorteil ist, der andere hat SRS. Bedeutet, der kippt nicht so einfach um. Eigentlich hätte ich den alten anderen Tower im All lassen müssen und dann von dort aus weiter... mich hocharbeiten müssen. So, jetzt machen wir Kerbin mal zu, wir machen die Sonne zu, Eve machen wir zu und wir brauchen den Life Tower in der Umlaufbahn zur Landung. Heißt es, der ist jetzt schon gelandet oder ist zur Landung bereit? Ich sehe den als gelandet an. Ich will den hier bitte fliegen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Immerhin haben wir noch eine Landemission, noch eine Landemission vor uns und noch eine Landemission. Das kann lustig werden. Und wir müssen die ersten... Oh, wir können die ersten menschlichen Daten losschicken. Undala. Das ist natürlich noch was Spezielleres. Bin ja gespannt, ob unsere Landebüchse genauso Probleme macht am Ende. Das wäre so typisch. Vielleicht sollte ich einfach nächstes Mal den Life Tower hinlegen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Oben Fallschirme drauf, fertig. Und ich bin auch viel zu schnell gelandet. Ich habe mich zu sehr darauf konzentriert, wie das hinten runterknallt. Ist natürlich nicht unbedingt praktisch. Da kommen Lad rein. Dum, 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 dum. Alter, jetzt Laderakete. Jetzt.
Ja, ich mache heute keinen Pizzateig mehr. Ich mache heute keinen Pizzateig mehr. Schon zu spät. Aber wenn man halt morgen nichts zu essen ist, ist es anders. So, jetzt befinden wir uns beim anderen Mars Life Tower. Hat jetzt kurz gedauert bei mir. Also ich glaube, ich habe jetzt doch gute 2 Minuten warten müssen, bis das Ganze geladen hat. Aber wir werden uns jetzt hier in den passenden... die passende Umgebung begeben, um eine Landung wieder durchzuführen. Wir spulen wieder bis hierhin vor. Und versuchen ein bisschen weiter hinten, also in diesem doch tieferen Bereich zu landen. Hier vorspulen und schauen, ob das funktioniert. Wäre natürlich genial. Was man natürlich bei diesem Mars Life Tower sehen kann. Es ist keins der SRS ausgefallen. Das war ja eigentlich der Plan, dass diese SRS durch die Landung das ganze System supporten sollen. Und wenn ich mich nicht irre, kann ich hier draufklicken und Chattison machen. Die Coupler Staging. Das wollte ich haben, genau. So. Eigentlich. Ich spule jetzt vor. Wenn ich jetzt hier die Coupler Staging mache. Genau, so war das der Plan. Easy peasy, lemon squeezy sozusagen. Und das Ding ist nicht auch relativ stabil so. Das ist halt echt, wenn die SRS ausfallen, bist du im Arsch. Linked, perfekt. Die Füße sind alle linked. So, das muss ich jetzt aber hier drüber packen. Na, ich wollte vorspulen. Aber Fallschirme zu Deployment sind nicht schlecht. Die gehen eher erst auf, wenn du sie sagst. Von daher auch nicht schlimm. So, jetzt gehen wir ganz langsam runter. Die unteren Triebwerke können wir natürlich aktuell nicht verwenden unbedingt. Wenn ich so passend sehe, kann ich auch einfach hier jederzeit entkoppeln. Von daher sollte das auch nie ein Problem werden. Das Ding unten kreiselt schon wieder dahin. So, Avridachi. Ganz ehrlich, schaut da unten auch sehr gut aus. Aber runterbremsen geht einfach nicht so easy. Bin ich gerade... Ja, wir werden schon sehen. Es wird schon hoffentlich so klappen wie vorgestellt. Wenn wir da drüben irgendwo landen, sollten wir hoffentlich guten Platz kriegen. Was wir wissen ist, dass das auch gute Landeplätze sind. Wir sehen schon, die Luftbremse Einheit ist doch gar nicht mal so unrelevant. Aber wir schießen trotzdem mit einer hohen Geschwindigkeit über den Boden. Halleluja! Da haben wir doch ein ordentliches Bild über die Oberfläche. Juhu. So, jetzt sind wir schon über den Kaukasus von vorhin drüber geflogen. Welche Höhe hoch haben wir denn gerade? 2000. Bedeutet, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall mal dich entkoppeln. Bringt mich zum Straucheln. Schauen wir mal, können wir hier kurz drunter gucken, wie die Höhe unter unserem Fahrzeug ist? Wo ist unser Satellitensystem? Nee, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir bräuchten bitte Zoom-Status. Deploy all.
Wir stellen die Extension mal auf 30, würde ich sagen. So, vorsichtig, jetzt runter. Na, da wo wir jetzt landen, ist alles schön 1,5. Es sollte also hoffentlich eine einigermaßen gerade Fläche sein. Und uns somit eine gute Landefläche bieten. Schalten wir wieder die Triebwerke aus. Welche haben wir noch? 9000. Ich depliere nochmal die letzten. Ich kann auch nochmal die anderen. Okay, jetzt haben sie sich eh geöffnet. Okay. Sinnlose Aktion. Wie lang sind die Beine? Ich würde die noch länger stellen. Ich würde die echt auf 45 oder so stellen. 47. So halb halt. 50, das wird gut passen. Das sind die paar Wolken von Duna. Sollte hoffentlich die Bremsung erfolgen mal. Meter noch, das könnte gefährlich werden. Meter noch mit 13 Metern pro Sekunde. Fünf Meter pro Sekunde. Ist es nicht mehr? Und wir stehen. Auto-Level. Mal aktivieren. Hiermit haben wir die offizielle Duna Base stehen. Wuhu! Ein neuer Schritt für die Körbalismus. Für den Körbalismus oder sowas. Wir haben es geschafft. Wir sind unten am Boden. Alle Sachen schon mal vorbereiten für die Arbeit. Das Gewächshaus können wir aktivieren. Wir sind auf der Oberfläche. Bohrer einsetzen. Die Station ist etabliert, würde ich sagen. Und auch einen schönen, sehr schönen Platz eigentlich, wenn wir so sehen. Hier ist es echt, echt schön. Aber Leute, ich würde sagen, 24 Minuten reicht für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge machen wir noch die Landung auf Duna und in der folgenden, im folgenden Video noch auf Ike. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.